Zum Gartenfest der unterhaltsamen, aber auch informativen Art lud die ÖVP-Kammern ihre Gäste und auf alle, die gekommen waren, wartete ein reichhaltiges Programm, das zu einer ausgelassenen Stimmung anregen und beitragen sollte. Aber zuvor begann es mit einer heiligen Messe bei der Kapelle der Familie Kühberger, die vom Pater Egon Hohmann mit viel Charme, aber auch ein wenig Witz abgehalten wurde. Auch eine Kräutersegnung durfte dabei nicht fehlen, bevor es anschließend von der Kapelle zum Gartenfest beim Teufelswirt gehen sollte. Aber vom Himmel in die Hölle sollte man dabei nicht allzu ernst nehmen, denn Gottes Segen war nach der heiligen Messe allgegenwärtig. Es ist bereits ein traditionelles Fest, was es hier bei euch am Hof gibt. Wie schaut das Programm hier mal aus, was ihr da so macht? Das ist immer das traditionelle Gartenfest der ÖVP-Kammern. Wir haben es heuer zum 16. Mal da bei der Familie Heiß in Glasdorf, wo ich mich recht herzlich bedanken möchte, dass man es da immer machen darf. Angefangen hat es mit dem Herrn Pfarrer, war die heilige Messe beim Neffen auf seinem Hof. Und dann gehen wir immer da her, dann wird es gegrillt und gefeiert und getrunken. Und heute kommt auch der Herr Landeshauptmann um 14 Uhr. Das ist dann auch noch ein schöner Höhepunkt. Ich glaube, solche Feste sind ja gerade in Zeiten wie diesen auch sehr gut, dass man auch wieder ein bisschen zusammenrücken kann. Es ist so, da halten alle zusammen, da kommen auch die Bevölkerung, die nehmen das sehr gerne an und die Spiegler, die Nachbargemeinde, und da trifft man sie und da setzt man sich gemütlich zusammen und tratscht ein bisschen. Ein 50. Fest gibt es da in Kaumann. Du bist vom Auto runtergekommen zu dem ÖVP-Fest. Was sagst du, wenn du da herkommst? Ich glaube, die Stimmung, obwohl es ja erst begonnen hat, ist ja jetzt auch schon sehr gut. Ich gratuliere der ÖVP Kammern einmal zu einer Arbeit. Die machen ja gute Arbeit auch für die Bürgerinnen und Bürger da in Kammern. Aber sie können auch feiern und Feste ausrichten. Und das sieht man heute am Gartenfest. Ist ja wirklich ein Traumambiente, da an der Nussbaum sitzen und gute Speisen und Getränke zu sich zu nehmen. Und es ist auch eine Möglichkeit, dass man sie austauscht. Ich verheimliche es nicht. Wir haben ja eine Wahl. Zwei Wahlen eigentlich, Nationalratswahl und Landtagswahl. Und da kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Stimmung ist gut, sie haben ja auch eine zünftige Musi. Man kann da wirklich tanzen und zuhören, aber Gespräche stehen im Vordergrund. Man tauscht sie aus. Es ist ja im Land eine besondere Gemeinschaft. Jeder kennt dann jeden und man hat wieder viele Möglichkeiten, sich auszutauschen und eine Gaudi zu haben. Eine Gaudi hatten sie alle. Es wurde gut gespeist. Und bei schweißtreibenden Temperaturen durfte auch der Flüssigkeitsnachschub nicht fehlen. Die Zeit verging und mit ein klein wenig Verspätung kam dann auch der Ehrengast, Landeshauptmann Christopher Drechsler, der es sich nicht nehmen ließ, diesem Fest seine Aufwartung zu machen. Ja, die ÖVP hier in Kammern feiert ihr traditionelles Sommerfest. Sie sind heute quasi der Ehrengast. Sie haben sehr viele Feste, die Sie jetzt besuchen. Was sagt man, wenn man zu so einem Fest kommt? Also dieses Fest ist wirklich wunderschön, weil der Gastgarten, dieser alte Gastgarten unter diesem großen alten Baum da, ja, einfach wunderschön ist und man merkt ja, die Stimmung ist prächtig, die Musik spielt gut, es gibt gut zu essen und zu trinken. Ein gelungenes Fest, ich gratuliere. Möglicherweise nicht zum ersten Mal da? Das ist mein erstes Mal da, ehrlich gesagt. Ja, und deswegen bin ich umso positiver überrascht, wie schön es da hier ist. Ja. Sommerfeste sind ja was sehr Schönes. Sie nutzen das wahrscheinlich auch für den näher kommenden Wahlkampf. Ich nutze es vor allem für Gespräche, denn es ist immer spannend, mit möglichst vielen Steirerinnen und Steirern ins Gespräch zu kommen. So auch heute hier beim Sommerfest der ÖVP in Kammern. Sie sind ja bei sehr vielen Festen unterwegs. Was ist denn so das Wesentliche, was in den Gesprächen immer wieder bezüglich der Steiermark zur Sprache kommt? Naja, man redet natürlich darüber, wie es weitergehen soll, über die Sorgen, die die Menschen haben. Aber bei einem Fest sind ja die Sorgen meist im Hintergrund. Da geht es einfach um Zuversicht, um Freude, um den Zusammenhalt, der etwa mit der Blasmusik oder mit anderen Vereinen zum Ausdruck kommt. Also eigentlich das echte und reale Leben in diesem Land, das sind unsere Feste und da, über das reden wir auch bei den Festen. Sie haben ja gerade gesagt, Stichwort Vereine, ich glaube Vereine sind auch ein wesentlicher Faktor zur Belebung der Tradition in der Steiermark. Das Ehrenamt und die Vereine sind für die Steiermark ganz, ganz wichtig. Das Land würde nicht so ausschauen, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe. Denkt man an die Freiwilligen Feuerwehren, ans Rote Kreuz, an die Bergrettung. Alles Vereine, die vom Ehrenamt getragen werden, wo man einfach sieht, dass ganz, ganz vielen Menschen in dem Land nicht egal ist, was rund um sie herum passiert, sondern dass sie gerne anderen helfen. Sie haben jetzt ja doch sehr viele Termine, Sie werden sich aber doch die Zeit nehmen, hier ein bisschen zu verweilen.
Ich werde mir sicher die Zeit nehmen, ein bisschen zu verweilen und muss dann nur noch Steins fahren, aber am liebsten hätte ich gleich da bleiben. Ich darf jetzt recht herzlich begrüßen den Landeshauptmann der Steiermark, unseren Christopher Drechsler. Nach den offiziellen Begrüßungsreden wurde dann noch ein Fass Bier angeschlagen. Und auf 1, 2, 3 war es anzapft. Da bleibt nur mehr zu sagen, gekonnt ist eben gekonnt.